Rankers in Gerresheim gegen Syed Jabba vom Team Acker. Schöner Mittelkick hier. Und ganz saubere Technik. Unglaublich gute Kombination. Und ein Frontkick ins Gesicht. Wahnsinn, dass Jabba noch steht. Hat hier direkt am Anfang einiges einstecken müssen. Makelki, unglaublich schöne Kicks hier, immer wieder zum Körper. Und wieder ein Highkick. Und Knie zum Körper, noch ein Knie zum Körper. Jabba hat sich hier weggedreht. Und wieder ein Highkick. Wahnsinn, was Jabba hier einstecken muss von Makelki, der wirklich unglaublich saubere Treffer hier setzt. Schöner Mittelkick und immer die geraden Hände hinterher plus das Knie. Da ist die Frage, ob das hier wirklich über die vollen Runden geht. Denn die beiden geben hier Gas. Kämpfen hier im K1 W-Klasse 65 Kilo, 3x3 Minuten. Marcel macht das wirklich gut hier. Und Jabba jetzt natürlich auch etwas eingeschüchtert, weil diese Kicks und Hände kommen so schnell. Und das Knie zur Leber. Und er wird hier angezählt. Er sagt, er möchte nicht mehr, aber sein Trainer möchte hier doch weiterhin den lassen. Aber der Kampf ist frühzeitig beendet. Marcel hat hier eine wahnsinnsstarke Leistung gezeigt. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Durch eine ganz saubere Technik immer wieder den Körper getroffen. Und da sieht man auch, wie effektiv Körper, Kicks und Schläge und natürlich auch Knie sind. Die Kampfsportakademie Frankers ist natürlich auch berühmt-berüchtigt für ihre ausgezeichnete Technik. Und wir werden heute Abend noch einige aus diesem Team sehen, denn es folgen noch weitere 5 Kämpfe hier und das war nur ein Vorgeschmack. Marcel Makelki hat den Kampf via TKO gewonnen.